ein weiterer Tag bei Dawn of War 2 und wir sind nun endlich soweit gegen die, wie hießen die nochmal, wenn man das halt mit StarCraft vergleicht, dann halt Protoss, ne, aber gegen diese komischen mehr Technik versierten. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Egal, zumindest gegen diese Viecher. Das ist halt hier Story, weil ich denke mal, dass Story halt so blinkender roter Rahmen und so ist. Einheiten sollte ich eigentlich bei mir alle normal ausgerüstet haben, so dass eigentlich alles gut ist. Oder auch nicht. Ich sehe hier gerade. Achso, aber das liegt daran. Und normal sollten die eigentlich. Stufe 6 Rüstung. Rüstungsfest 14, achso. Sollten die eigentlich ganz gut ausgerüstet sein. Ja, denke schon. Dann legen wir mal los. Kommandant, in den Aufzeichnungen des Ordens wird diese Idranel, die der Runenleser der Eldar nannte, tatsächlich erwähnt. Sie ist eine Runenprophetin, eine Hexenanführerin ihres Volkes und mit demselben Weltenschiff verbunden, das sich bei unserer Kronos-Kampagne gegen uns wandte. Idranel ist zweifellos die Anführerin der Elder-Operationen auf Meridian. Die Tyranniden-Invasion setzt sich im ganzen Sektor fort. Aber dies ist unsere Gelegenheit, den Elder-Aktivitäten zur Destabilisierung des Subsektors ein Ende zu setzen. Genau, Elder war das, so hießen die. Und Tyranniden-Aktivität setzt sich fort. Ja, zumindest hier auf Meridian nicht, weil die haben wir ja erledigt. Zum Glück. Aber die Elder sind jetzt dran. Wir sollen also diese Idranel töten. Also ein Boss. Und zwar Tag 6. Achso, ich habe hier keine Maus, oder? Habe ich noch nie irgendwie drauf geachtet. Also zumindest Tag 16, Dawn of War 2, Idranel von was? Utwe auf Meridian. Vorausspringen aber nicht zu weit. Mit dem Sturmsprung kann man sich gut in die Schlacht stürzen. Schicken Sie den Springern aber Deckung. Damit sie nicht überwältigt werden. Wenn ihr Sturmtrupp unter schwerem Beschuss steht, können sie sich natürlich auch wegspringen. Natürlich kann ich dann auch wegspringen. Warum auch nicht? Am besten rücken wir schnell vor. Jeder Augenblick hier gibt der Tyranniden-Plage Zeit zum Wachsen. Gut, ich habe in diesem Gebiet scheinbar. Ach, ich war hier ja letztens und habe hier diese blöde Tyranniden-Kacke ja gemacht, ne? Oder. Nee, das war ein anderes Gebiet, aber das war hier auch. Hier war das, glaube ich. Oder? Ich glaube, hier war auch irgendwas mit Tyranniden. Weil wir waren hier zumindest schon mal. Wir haben nämlich hier ein Gebäude eingenommen und. Also, ich nehme mal an, wir können jetzt nicht noch ein Gebäude einnehmen, oder doch? Weiß ich nicht. Zumindest denke ich mal, wir gehen hier oben. Lang. Ja, ich hab jetzt so einen Plan gemacht, so ganz schnell. Damit wir halt hier ganz schnell auch wegkommen, wie die ja sagen. Oh, ein Raumgleiter. Mach die Elder weg. Werden die mich gleich angreifen? Die werden mich nicht gleich angreifen. Wir greifen sie automatisch an. Scheiße, irgendwie haben mich. Hä? Leute! Irgendwie haben wir Einheiten von mir.
die habe ich vergessen mitzunehmen, deswegen waren da unten 3 statt 4. Und der Beschuss, das regeln wir. Ey, du stirbst erstmal. Gut, dann regeln wir das erstmal, das Gebäude muss weg. Ich glaube, der ist weg. Also nicht geflohen, sondern gestorben. Wenn jetzt welche sterben, ist egal. Wir sind ja direkt an dem Punkt, wo wir wieder Leute holen können. Aha, na toll. Da ist er gleich mal ein Bombenleger draufgegangen. Das fängt gut an. Los, mach sie fertig. Erstmal wiederbeleben. Tarkus bereit. Tarkus bereit. So wollen wir es hören. Position gesichert. Und da kommt die Einheit. So, jetzt gucke ich mal. Ist Tarkus. Okay. Ach so. Ah, ich sehe gerade. Aha. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit, also im Geheimen sozusagen, gefragt, wie man herausfinden kann, ob wirklich Einheiten tot sind. Aber ich sehe gerade, dass neben den jeweiligen Porträts der Begleiter, die ich hier noch habe, also Jengdan ist ja mein Hauptcharakter, der hat halt keine. Aber Tarkus hat zum Beispiel 3. Avitus hat 2 und Cyrus hat 2 und wenn einer halt tot ist von denen, dann ist halt dieses Männchen auch weg. Das ist also gut, dass ich das jetzt zumindest schon bemerke. Da sieht man nämlich, ob da schon welche gestorben sind oder ob noch alle leben von uns. Scheiße, da wollte ich gar nicht... Ich bin doch so blöd. Na gut, besiegen wir. Ich hoffe immer, wir pullen jetzt nicht die da oben, weil da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Das Gebäude haben wir ja schon längst eingenommen. Noch mehr Leichen. Ich wollte hier eigentlich lang. Wieso das denn? Noch. Sind hier keine A, heißt hier sind wieder welche. Yo! Sollen sie doch. Ja, wieder mal dein Feuer. Hallo, das. Die Viecher, die machen halt Schaden. Das ist nicht gut. Super gemacht.
Vergesst sie nicht. Das Ordensbanner weht. So, dann gehen wir hier weiter, denke ich. Das macht Sinn. Ich hab da Gegner gesehen. Guck mal da. Guck mal da. Bumm. Trupp eliminiert. Achso, das haben wir schon hingenommen. Straße hier so rüber, würde ich sagen, ne? Oder gehen wir hier unten lang? Hier ist noch so ein Ding, ne? Das können wir einnehmen. Da kommen wir nicht durch, ist ja komplett abgesperrt. Wir könnten natürlich auch die Abkürzung nehmen oder so, aber hier wäre der Kampf, ne? Ja. Ja, wir nehmen mal die Abkürzung unten lang. Elder, nichts für wahre Messe. LOL! Das eine gute Idee war. Also wir haben das zumindest überlebt, aber... Was glitscht da rum? Hallo, ist das... Ja, es ist weg. Glitscht da erstmal so ein komisches Teil da rum. Ich glaube, es war nicht unbedingt so eine gute Idee... da jetzt lang zu gehen. So ein Mist aber auch. Das hat mir zwei Heilungsteile gekostet und eins kriegen wir wieder, wobei ich ja auch glaube, hier sind ja auch noch irgendwelche Kisten beim Kampf immer. Da können wir uns dann ausrüsten. Ja, und beide Einheiten von Cyrus sind draufgegangen, deswegen auch voll schnell auch. Vor allem Cyrus ist auch schnell draufgegangen. Unglaublich. So. Supi. Da sind auch noch mal so viele. Lol, ich habe eigentlich ganz andere Einheiten angeklickt, die angegriffen werden sollen, aber nö, ihr greift da einfach random irgendwas anderes an. Leute, die Raumgleiter sind vielleicht auch nicht gerade so... Ich bin mal fertig.